Tja, es soll Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets werden. Doch über die Finanzierung des sogenannten 49-Euro-Tickets gibt es Streit. Auch die Frage, wann das sogenannte Deutschland-Ticket denn tatsächlich kommt, ist tatsächlich weiter, ja, keine Info da. Ja, man muss es so sagen. Und deshalb ist klar, dass die neue Fahrkarte auch das Topthema bei der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern sein wird. Für die Bahn sind es aktuell, also muss man sagen, Christina, überhaupt keine guten Zeiten. Baustellen zahlreich, vor allen Dingen im Ruhrgebiet. Und deshalb fallen zahlreiche Züge im Nah- und Fernverkehr aus oder werden umgeleitet. Und das Bahnchaos ist nicht nur deswegen perfekt, wie Antje Dietrichs zeigt. Warten, bis der Zug endlich kommt. Wer zurzeit im Ruhrgebiet auf die Bahn angewiesen ist, muss Nerven aus Stahl haben. Wegen Bauarbeiten kommt es hier zu Ausfällen und Verspätungen mit überfüllten Waggons. Ich würde sagen, so durchschnittlich fahre ich 4 Tage die Woche mit der Bahn. Und es geht an 4 Tagen auf jeden Fall irgendwas davon schief. Und dass man sowieso schon permanent auf andere Verkehrsmittel zugreifen muss und zugreift, wo man eigentlich versucht, ökologisch zu sein. Und das funktioniert aber einfach nicht. Und das Problem ist, wenn ich den Anschlusszug in Hannover nicht kriege, dann muss ich wahrscheinlich in Hannover auch übernachten. Der Grund sind Instandsetzungsarbeiten auf der Strecke zwischen Dortmund und Hamm. Dort ist auch der Fernverkehr in Richtung Berlin unterwegs. Perfekt wird das Bahnchaos aber erst durch das geplante 49-Euro-Ticket. Nach Einschätzung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen wird es voraussichtlich erst im Mai eingeführt. Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Viel früher sei es auch nicht möglich, weil es verwaltungstechnisch auch noch zu viel zu tun gäbe. Außerdem müssten die Tarifsysteme der Verkehrsverbünde umgestellt werden. Das sogenannte Deutschland-Ticket ist auch Thema bei der heutigen Konferenz der Verkehrsminister. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte ursprünglich angekündigt, dass das 49-Euro-Ticket Anfang kommenden Jahres eingeführt wird. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Bergung eines vor 1,5 Wochen umgekippten Güterzugs mit Propangas bei Gifhorn in Niedersachsen geht nach Angaben der Bahn unterdessen wie geplant voran. Tag und Nacht wird an der Unfallstelle gearbeitet. Bahnreisende müssen sich voraussichtlich noch bis zum 16. Dezember auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.